Es war damals für mich relativ ausgeschlossen, dass ich mich noch als Jugendlicher irgendwie oute. Ich habe als Kind relativ schnell bemerkt, dass ich anders bin. Wenn ich so zurückblicke, dann würde ich mich eher als introvertiert beschreiben, eher ein bisschen zurückgezogen. Wie ich wirklich jung war, mir das, die ganze Möglichkeit, überhaupt schwul zu sein, gar nicht bekannt war. Also ich wusste das schlicht und ergreifend nicht. Ich kannte weder das Wort noch das Konzept sozusagen. Man kann ja so tun, als würde man sich für Mädchen interessieren. Draufgekommen bin ich so mit circa 13, 14. Habe es aber damals eben halt als Phase abgetan. Und im Alter von 27 habe ich mich dann zum ersten Mal in eine Frau verliebt. Und ich habe mir dann auch immer gedacht, naja, irgendwann wird das mit den Mädels losgehen und du wirst dich für die Mädels interessieren, und das kam und kam und kam nicht. Nach einigen Jahren ist mir dann aber doch irgendwie der Gedanke gekommen, irgendwas fehlt. Das habe ich dann eben halt so ein ganzes Jahr oder eineinhalb Jahre mit mir herumgetragen. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sich denkt, das geht nicht mehr. Natürlich hat man Ängste. Man hat irgendwie das Gefühl, okay, verliert man jemanden? Was ist, wenn sie schlecht reagieren? Setzen sie ihnen vor die Tür? Oder man hat ja ziemlich arges Kopfkino. Also spielt sich ja alles innerhalb seiner eigenen Angstwelt sozusagen ab. Ob sich meine beste Freundin zum Beispiel oder meine weiblichen Freundinnen dann zurückziehen aus Angst, dass ich auf einmal auf sie stehe. Vorher macht man sich halt Gedanken, was ist, wenn jetzt plötzlich die Familie sagt, ja, du kannst jetzt ausziehen, weil mit so wem will man nichts mehr zum Tor haben. Das erste Mal geoutet habe ich mich bei den Pfadfindern auf einem Winterlager. Da waren wir auf einer Skihütte oben und haben das klassische Pflichtwahl- oder Wahrheitsspiel gespielt. Der erste Mensch, dem ich tatsächlich davon erzählt habe, dass ich schwul bin, waren meine damaligen Mitbewohner. Und ich kann mich erinnern, wir saßen da in einem Café und ich habe echt Blut geschwitzt. Dann habe ich schlussendlich aufgeschrieben, ich bin schwul und habe ihm den Zettel gegeben. Mein erstes Gespräch über meine Gefühle habe ich mit einer Bekannten, kann ich eigentlich nur sagen, geführt, die ich schon über ein Jahr nicht mehr gesehen habe, aber von der ich gewusst habe, dass sie auch schon einmal Beziehungen mit Frauen hatte. Und insofern haben die Pfadfinder für mich da einen ganz wichtigen Stellenwert gehabt, weil das so die Kick war, wo man es wirklich besprechen konnte. Und dann bin ich eben halt den ganzen Abend ein bisschen nervös herumgegangen in der Wohnung, bis mich dann meine Mutter eben halt auf die Seite genommen hat und gefragt hat, was denn mit mir los sei. Und da habe ich mich eben halt, oder da habe ich meinen Eltern eben halt erzählt, dass ich schwul bin. Ich habe ihnen dann gesagt, ich habe mich in einen Mann verliebt und das ist halt jetzt einmal so. Und sie haben dann damals auch gesagt, dass ich sie bitte nie wieder so ängstigen darf. Also sie hatten das Gefühl, ich habe irgendwie meine Eltern umgebracht oder ich habe irgendwen in der Nacht überfahren. Und meine Eltern waren natürlich im ersten Moment ein bisschen überfordert. Das ist auch vollkommen klar, die haben sich selber erst einmal darauf einstellen müssen, was das jetzt bedeutet und was da alles auf sie zukommt. Und meine Mutter hat irrsinnig lieb reagiert. Ihre erste Aussage war, na, da ist die Auswahl ja noch kleiner. Ich muss auch sagen, ich hatte echt das Glück, dass alle in meinem Umfeld neutral bis positiv reagiert haben. Und seine Reaktion war einfach ein Traum, weil er gesagt, er hat mich umarmt und er hat dann gesagt, das wird sich jetzt dadurch nichts ändern zwischen uns. Nichts von dem, was ich irgendwie an Befürchtungen hatte, an Ängsten hatte, ist eingetreten. Jeder, dem ich davon erzählt habe, und zwar wirklich jeder, hat das positiv aufgenommen. Was ihnen, glaube ich, sehr geholfen hat meinen Eltern, war, als sie mich das erste Mal mit meinem Freund gesehen haben. Also einfach den eigenen Sohn glücklich zu sehen und dass das einfach total unproblematisch funktioniert. Und ich kann mich noch genau erinnern an den ersten Kuss, den wir dann hatten, wo ich das Gefühl habe, boah, das ist es. Also davon haben die Leute die ganzen Jahre, vergangenen Jahre immer geredet. Also das ist es, wenn man wen wirklich gern hat und mit dem auf einer ganz speziellen Ebene sich verbunden fühlt. Ich würde schon sagen, dass ich mich definitiv in einen Menschen verliebt habe und nicht jetzt in das Geschlecht selber. Ich bin gemeinsam mit meinem Freund zu den Pfadfindern, zu einer oberösterreichischen Gruppe gekommen. Die haben damals KX-Leiter gesucht und über Bekannte sind wir da dazugekommen. Und das Schöne, was ich dann gefunden habe, war, dass zwei Leute aus meinem Pfadfinder-Leiterkreis dann von sich aus überhaupt angefangen haben zu fragen, na und, ist es ein Mann oder eine Frau? Wenn ich rückblickend mein Coming-out resümieren würde, würde ich sagen, ich habe die Leute total unterschätzt. Man steht sich oft ein bisschen selber mehr im Weg als die Umgebung. In Wirklichkeit
kann ich aber jetzt rückblickend sagen, es hat sich wahnsinnig viel zum Guten geändert. Und es ist ja auch so, dass es am Ende des Weges nicht nur einfach besser wird, sondern es wird richtig, richtig gut. Ich persönlich finde einfach, dass wenn man das Coming-out hinter sich hat, dass man sich einfach freier fühlt. Seid offen, steht zu euch und versucht nicht irgendwas von eurer Perspektive oder von eurer Selbst, von eurem Ich zu verstecken. Euch da draußen, die jetzt so in der Situation seid, wo ihr das Gefühl habt, ihr seid ganz alleine, möchte ich sagen, das stimmt nicht, definitiv nicht. Schwule, Lesben, Bisexuelle gibt es überall. Ich glaube, es ist für jemanden, für jeden Menschen, der sich selbst findet oder zu sich selber stehen kann, völlig egal was das ist, ein unglaublich schönes und lebendiges Gefühl. Und das kann man einfach nur jedem wünschen, dass er das möglichst früh in seinem Leben auch erfährt.